Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Hier, Jana ist der, wie heißt du nochmal? Christian. Christian, genau. Und ich bin Sashi. Und wir erzählen euch erstmal, wer hat heute Geburtstag am 15. März, ne? 15. März, wer hat heute Geburtstag? Markus Merk. Dr. Markus Merk. Ja, Doktor. Doktor. Bringt ihm auf dem Fußballplatz nichts hier, dass er Doktor ist oder sowas. Hier, so sieht er aus, kennen wir ja alle. Dr. Merk, ne? Der ehemalige Schiri, Weltschiedsrichter des Jahres, wurde mal, ne? So ein bisschen piepsige Stimme. Jo, konntest du ihn leiden? Ich finde seine Kommentare im Fernsehen immer so, anstrengend. Braucht man nicht unbedingt, ja. Also wenn er nichts sagt, Schiri war er okay. Ja, okay. War okay. Also, ja, war halt so war kein Colina. Nee, hat halt nicht so eine Glatze gehabt wie er. Ja, aber sah halt auch anders aus. also wir merken uns, ein Merk ist kein Colina. Ja, ja. Ist so, ne? Ja. Was aber auch 1909, am 15. März 1909, kurz bevor mein Lieblingsverein Borussia Dortmund gegründet wurde im Dezember, wir sind ja aber erst im März, ich weiß, fand das erste europäische 6-Tage-Rennen der Rennradfahrer in Berlin statt. 6 Tage, also die sind 6 Tage nur am Rennradfahren. Ne? Am Rennradfahren. Ja, es ist ungefähr so, als wenn... Dann glüht dir der Hintern. Wenn du feiern gehst, ist ja auch 6 Tage am Stück meistens. Wenn du mal feiern gehst... Wenn ich mal feiern gehe, dann ist Halligalli-Drecksau-Party. Ja, genau. Und am 15. März 1907, Jahre zuvor, fanden in Finnland Reichstagswahlen statt und dann wurden erstmals Frauen in die Volksvertretung gewählt. Oh, das war ein bisschen schneller als andere Länder, ne? Ja, also 1907 war schon relativ fortschrittlich. Früh, ja, genau. Also die Finnen waren... ganz cool drauf. Die Skandinavier sind da so grundsätzlich. Ja. Ne? Also das haben wir jetzt heute gelernt. Heute, am 15. März 1907 waren die ersten Wahlen in Finnland mit Frauen sozusagen, die reingewählt worden sind. Genau, in die Volksvertretung. 2 Jahre später, 1909, war das Sechstagerennen. Und Markus Merk hat Geburtstag, aber ist mir jetzt relativ scheißegal, ehrlich gesagt. Markus Merk, alles Gute. Geht mir komplett am Arsch vorbei, der Typ. Doc. Obwohl, nee. Toller Typ. Ich habe die junge Sophie.